Ja, hallo. Wir haben uns jetzt lange beschäftigt mit dem großen Thema Heinrich Heine und die Politik. Und wir kommen jetzt für die letzten zwei Gedichte zu unserem letzten großen allgemeinen Thema, und zwar Heinrich Heine und die Religion. Ja. Das Seminar hat ja einen Untertitel, ne? Also Heinrich Heine als Lyriker, und der Untertitel ist Romantik, Politik, Religion, Lust. Ja, wir haben uns schon auseinandergesetzt mit dem Thema Heinrich Heine und die Romantik. Wir haben gesehen Heinrich Heine und die Politik. Und jetzt kommen wir zu Heinrich Heine und die Religion. Und das vierte Stichwort, die Lust, die wird genau auch bei diesem Thema jetzt eine Rolle spielen. Ja. Ne, ich gebe Ihnen jetzt so ein bisschen erstmal einen biografischen Überblick. Ne, wie war das Verhältnis von Heinrich Heine zur Religion im Lauf seines Lebens zu verschiedenen Momenten, an verschiedenen Stationen seines Lebens. Ne? Wir haben schon mehrfach erwähnt, Heinrich Heine ist jüdischer Abstammung. Ja, also er wird in eine jüdische Familie in Düsseldorf geboren. Ja, allerdings eine jüdische Liberale, eine aufgeklärte Familie. Sie wissen, in Deutschland gibt es in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sehr stark die Aufklärung als eine intellektuelle Bewegung, ne? Also Modernisierung, Rationalismus, Vernunft. Ne? Und die Familie Heine ist eine bürgerliche jüdische Familie, die eben den Werten der Aufklärung verpflichtet ist. Das heißt, das ist keine orthodoxe Familie, das ist keine sehr religiöse Familie, ne? Das ist einfach eine jüdische Familie, die aber moderne Werte pflegt. Ne? Und Heinrich Heine erlebt sein Judentum zumindest am Anfang seines Lebens auch erstmal eigentlich als ein kulturelles Phänomen, ja, als ein Teil seiner Identität, würde man sagen. Ne? Er ist Deutscher, er ist gleichzeitig auch Jude, ja, aber er ist jetzt eben kein religiöser Jude, sondern das ist ein kulturelles Kennzeichen, mit dem er aufwächst. Heinrich Heine interessiert sich auch tatsächlich für das Judentum in kultureller Hinsicht. Also Heinrich Heine ist in seiner Berliner Zeit, ne, so Mitte 20, sehr aktives Mitglied eines Vereins, der die Geschichte und die Kultur und die Mythologie des Judentums erforscht. So, ne? Also das interessiert ihn einfach als intellektuelles Phänomen, das Judentum. Ne? Und zum Zweiten erlebt Heinrich Heine sein Judentum natürlich als ein Hindernis, als einen Nachteil in der deutschen Gesellschaft. Die deutsche Gesellschaft ist antisemitisch. Als Jude begegnet man Vorurteilen, Stereotypen. Und also Heinrich Heine sieht sein Judentum eigentlich als ein Problem. Er ist Mitglied einer Minderheit. In dieser deutschen Gesellschaft gehört er einer Minderheit an. Und um dieses Problem zu lösen, das haben wir auch schon gesehen beim biografischen Abriss im ersten Video, um dieses Problem zu lösen, konvertiert er im Jahr 1825, also mit 27 oder 28 Jahren. Er konvertiert zum Protestantismus. Ja, Sie wissen, in Deutschland gibt es die zwei großen christlichen Konfessionen, Katholizismus und Protestantismus. Ja. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern, wo eine dieser Konfessionen, also in Europa, den meisten anderen europäischen Ländern, wo eine dieser Konfessionen sehr stark dominant ist, ist es in Deutschland eigentlich so 50-50. Ja, Deutschland ist einzigartig als Land in Europa, dass man sagen kann, ja, die Protestanten und die Katholiken sind so ungefähr Hälfte-Hälfte im Land. Es ist aber regional unterschiedlich. Ne? Und in Norddeutschland, da wo Heinrich Heine ja jetzt herkommt, also der ist ja in Hamburg aufgewachsen, ab dem Alter von ungefähr 16 Jahren dann, ne? Lebt jetzt immer noch da in Hamburg oder jetzt in Berlin. Und in dieser Gegend ist einfach der Protestantismus die dominante Konfession. Von daher ist es aus pragmatischen Gründen für ihn logisch, dass er jetzt zum Protestantismus konvertiert. Ein weiterer Grund, warum er jetzt nicht katholisch wird, ist sicher auch, dass wahrscheinlich so intuitiv er sich dem Protestantismus etwas näher fühlt. Na, der Protestantismus ist vielleicht die etwas aufgeklärtere, die modernere der beiden Konfessionen. Na, also ich glaube, dass Heinrich Heine jetzt offiziell Katholik und damit ein Papstanhänger wird, kann man sich fast nicht vorstellen. Also seine Mischung aus pragmatischen und vielleicht ideologischen Überlegungen, die dazu führen, dass er da zum Protestantismus konvertiert. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, das hatten wir auch schon gesagt, es ist eine pragmatische und keine religiöse Entscheidung. Also Heinrich Heine hat nicht irgendwie plötzlich ein Konversionserlebnis, dass er jetzt
plötzlich zu einem gläubigen Christen wird und sich sagt, ich muss mich da taufen lassen, ich muss jetzt zum Christen werden, weil ich glaube an Jesus Christus. Das ist eine pragmatische Karriereentscheidung, die es ihm leichter machen soll, in der deutschen Gesellschaft aufzusteigen. Na, er möchte ja Beamter werden, er möchte diese Professur in München haben, was dann aber nicht funktioniert, weil er eben sehen muss, oh, allein durch diese Konversion komme ich aus dem Antisemitismus nicht raus, der für mich ein Problem ist. Die Leute sehen mich trotzdem immer noch als Juden, auch wenn ich jetzt ein konvertierter Jude bin. Und das ist interessant, weil damit natürlich sozusagen die jüdische Identität im Hintergrund für ihn immer auch aktiv bleibt. Er merkt, ich wollte dieses Judentum hinter mir lassen, aber es funktioniert gar nicht, ja, weil die anderen mich immer noch als Juden sehen und ne, damit bleibt diese jüdische Identität einfach immer noch präsent. Okay. Ja, was interessant ist, ist auch schon von Anfang an für Heine als Schriftsteller, auch wenn er jetzt kein Gläubiger, kein religiöser Mensch ist, ja, auch wenn ihn die Religion nicht interessiert, jetzt wirklich als religiöses Glaubensangebot, sie interessiert ihn trotzdem als kulturelles Phänomen, als Gedankengebäude, als ein Reservoir von Geschichten, von Mythen. Und religiöse Motive kommen von Anfang an in seiner Literatur vor und speziell in seiner Lyrik vor. Ne? Und zwar jetzt interessanterweise eigentlich aus beiden Religionen, mit denen er direkt Kontakt hat, sowohl aus dem Judentum als auch aus dem Christentum. Ne? Also es gibt auch in der frühen Lyrik schon, gibt es so Balladen über katholische Volkssagen, ja, oder katholische Volksgläubigkeit, ja, also zum Beispiel Marien, die Figur der Maria, ja, die Mutter von Jesus, das interessiert ihn sehr und er schreibt da so Marienballaden, obwohl er selber überhaupt nicht gläubig und nicht christlich wirklich ist. Und es gibt aber auch religiöse Motive eben aus dem Judentum in seinen Gedichten. Es gibt übrigens ein paar Gedichte von Heine, nicht sehr viele, aber die spielen in der islamischen Welt, in der muslimischen Welt, in der arabischen Welt, ja, speziell in Al-Andalus, also im arabischen Spanien des Mittelalters. Ja, und da kommen irgendwie so ein bisschen islamische Motive rein, die ihn auch am Rand irgendwie interessieren. Aber er benutzt das alles als ein Reservoir an Geschichten und an Mythen letztlich, die er verarbeitet in seinen Gedichten. So, dann, ne, geht Heinrich Heine nach Paris 1831 und wir hatten schon gesagt, ne, er kommt da mit der radikalen Politik in Berührung und speziell mit dem Saint-Simonismus, ne, diese radikale kulturrevolutionäre Bewegung eigentlich, die nicht nur jetzt die Klassen abschaffen möchte, also die nicht nur jetzt das Proletariat stärken möchte in der Gesellschaft, sondern die ganze Mentalität, das Denken, das Verhalten der Menschen revolutionieren möchte. Und speziell im Hinblick auf den Körper, auf Sinnlichkeit, Sexualität, also die traditionelle Familie abschaffen, die traditionelle Ehe abschaffen, freie Liebe. Ich hatte schon so ein bisschen ironisch gesagt, das sind so die Hippies des 19. Jahrhunderts. Und dafür begeistert sich Heine ganz besonders. Und dieser Saint-Simonismus wird für Heine zu einem religiösen Phänomen in gewisser Weise. Ja, er sieht darin eine neue Religion. Und das Gedicht, mit dem Sie sich gleich beschäftigen werden, das Gedicht Auf diesem Felsen bauen wir, ist ein ganz starker Ausdruck dieses Eindrucks, den der Saint-Simonismus auf ihn macht und auf seine religiösen Überzeugungen. Ja, er sieht da sozusagen die Möglichkeit, die alten Religionen, das Judentum und das Christentum, hinter sich zu lassen und jetzt eine ganz neue religiöse Vorstellung zu entwickeln. Ja? Das Interessante ist hier, diese neue Religion ist gleichzeitig auch, hat ganz viele Ähnlichkeiten mit einer ganz alten, nämlich einer, die es noch vor dem Judentum und dem Christentum gab. Und das ist das antike Heidentum. Ja? Wir haben schon gesagt, Heinrich Heine ist nicht nur ein Dichter, ist auch ein Geschichtsphilosoph, ein Geschichtstheoretiker, ne, der sehr stark von Hegel herkommt. Das heißt, er denkt in Perioden, die sich so logisch abfolgen in der Geschichte. Ne? Und für ihn in religiöser Hinsicht gibt es da drei große Perioden. Die erste ist eben das antike Heidentum, das heißt die Religion der Griechen, die alten Griechen, ja, und die alten Römer auch, ne, also mit ihren Göttern Zeus, Hera, Artemis, ne, das kennen Sie alles, so ein bisschen die griechische Mythologie. Ne. Das ist sozusagen die erste religiöse Stufe, die ihn interessiert in der Geschichte. Und das ist für ihn eine Religion des Diesseits, des Lebens, der Sinnlichkeit. Ja.
Die Griechen interessieren sich nicht wirklich für das Jenseits. Im Jenseits gibt es nur den Hades und da hat man alles vergessen und da ist man nur als Schatten, als Gespenst unterwegs. Das ist nicht wichtig für die Griechen. Für die Griechen ist Religion ein konkreter Alltagsgegenstand. Na, da geht es um Sinnlichkeit, um den Körper, um Opfer, um Sexualität und Blut und Gewalt und all sowas letztlich. Na. Aber auf jeden Fall, mit den griechischen Göttern kann man handeln. Die griechischen Götter sind ja auch wie Menschen. Ne? Die griechischen Götter, die machen ja selber Fehler und haben selber Lust und Gelüste. Ne? Und hier kommen wir eben zum Thema, zum letzten Schlagwort, zur Lust. Ne? Lust ist ja ein interessantes Wort im Deutschen. Im Französischen kann man das übersetzen als plaisir, ne? Le plaisir du corps, le plaisir sensuel. Aber man kann es auch als das désir, als das Begehren sehen, die Lust auf etwas, ne? Die körperliche Lust. Ne? Und die sieht Heinrich Heine eben in dieser frühen antiken Religion. Und diese Religion wird dann verdrängt in Heinrich Heines Denken durch erstmal das Judentum. Ne? Das Judentum mit dem Monotheismus, nur ein Gott, ein einziger, ne? Was sowas Diktatorisches, Autoritäres hat. Ne? Die antiken Götter waren tolerant. Die hatten ihre eigene Familie und waren verheiratet. Da gibt es ganz viele Götter. Und jetzt kommt so eine tolerante, intolerante, monotheistische Religion mit einem einzigen Gott, der alles will und der 100% Gehorsam fordert. Ja, und plötzlich kommt da in die Religion was rein, was vorher keine Rolle spielte, nämlich Schuld und Verantwortung, ja, Regeln, wie muss ich mich verhalten, was muss ich tun, damit Gott mir gnädig ist, damit Gott sich nicht von mir abwendet in mir. Also und plötzlich diese Sinnlichkeit der antiken Religion, die geht da schon im Judentum ein Stück weit verloren mit diesem intoleranten Gott. Und dann kommt die dritte Stufe und das ist das Christentum. Ja? Und da ist jetzt all das, was im Judentum schon war, so die individuelle Schuld vor Gott, die Sünde, die Idee der Sünde, ne, le péché, ne? All das ist noch da und es kommt noch etwas dazu, was im Judentum weniger stark da war, nämlich das Jenseits, ne? L'au-delà, das Leben nach dem Tod. Das Paradies, was auch im Islam eine Rolle spielt, die Idee, dass nach dem Tod geht es irgendwie weiter. Und für Heine ist das eine Katastrophe eigentlich, weil damit verliert die Religion ihre Bedeutung für das jetzige Leben, für unser Leben. Sozusagen die Religion negiert die Bedeutung des jetzigen Lebens. Die Religion, das Christentum, negiert, dass unser Leben hier in der Welt mit unseren jetzigen Bedürfnissen eine Bedeutung hat. Ja, für den gläubigen Christen spielt eigentlich das Jenseits nach dem Tod eine größere Rolle und sein Verhalten in dieser Welt, das ist ganz stark auf dieses Jenseits orientiert. Ja? Und das ist für Heine eine absolute Katastrophe, denn damit verschwindet die Welt und die Realität und das Leben und der Körper verschwindet aus der Religion. Ne? Für ihn ist ein Problem des Christentums auch gerade die Körperfeindlichkeit, ne? Das Antisexuelle, das, ne? Sexualität, wird reglementiert, kontrolliert, ist problematisch im Christentum, im Judentum auch schon ein bisschen, aber im Christentum dann noch viel mehr. Und was Heinrich Heine eigentlich da mit dem Saint-Simonismus will, ist so zurück zu einer Religiosität, die ganz viel Ähnlichkeit hat mit dem antiken Heidentum. Und Sie sehen, in dieser neuen Form von Religiosität spielt eigentlich jetzt das Jenseits überhaupt keine Rolle mehr. Das ist jetzt nur noch eine Diesseits-Religion. Es ist eigentlich gar keine Religion mehr so richtig, weil das Transzendente, Gott und das Jenseits und das Paradies gibt es gar nicht mehr. Es spielt nur eine Rolle, was hier im Diesseits, in unserem jetzigen Leben stattfindet. Und das findet man auch in Heinrich Heines Dichtung zu dieser Zeit. Es gibt so eine berühmte Stelle aus einem anderen Gedicht von Heinrich Heine, wo er irgendwie erst drüber redet, ja, also politisch, die Armen, die Proletarier, die müssen gerecht behandelt werden, die müssen was zu essen bekommen. Ja, es sollte Gerechtigkeit beim Besitz geben, wie viel jeder hat. Ja. Also jeder muss was zu essen bekommen erstmal. Und dann sagt er, ja, wenn alle Leute was zu essen haben, dann den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Ja, die Spatzen sind diese kleinen Vögel, ne, les moineaux auf Français. Ne. Also den Himmel vergessen wir, da können die Engel können den ruhig weiterhaben und die Spatzen, die Vögel. Aber das Jenseits, der Himmel, das Paradies interessiert uns nicht. Uns interessiert nur das Diesseits. Und damit ist natürlich auch alle institutionelle Religion, also Kirche, Synagoge, Moschee, Priester,
All das, der Papst, all das spielt keine Rolle mehr in dem Moment, ja, weil die haben jetzt nichts mehr in der Hand eigentlich. Ja, und das ist auch vielleicht das, was Heinrich Heine am meisten stört an der traditionellen Religion, das ist die institutionelle Religion. Also wenn Heinrich Heine sich irgendwie für Judentum und für Christentum mal interessiert, was ihn bestimmt nicht interessiert oder wo er bestimmt dagegen ist, ist die Kirche als Institution, die katholische Kirche, die protestantische Kirche, das Judentum oder der Islam als institutionalisierte Religion. Na, das ist für ihn alles, hat was mit Kontrolle zu tun, mit Angst irgendwie. Ja? Also das sind Institutionen, die den Leuten Angst machen, ja? Damit sie gehorchen. Das sind Institutionen, die die Leute kontrollieren. Na, und eigentlich kann man sagen, ist Heinrich Heines Religion eine Religion der Freiheit. Ja? Ihm geht es immer darum, individuelle Freiheit zu vergrößern und zu verschärfen. Die Freiheit zu sein, wer ich bin, zu sagen, was ich denke, zu leben, wie ich will, mit meinem Körper umzugehen, mit meiner Sexualität umzugehen. Ja? Also Zunahme von Freiheit, das ist für Heine eigentlich die eigentliche moderne Religion, die eben alle traditionellen Religionen hinter sich lässt. Ja. Man kann sagen, das ist so die mittlere Phase von Heinrich Heines Werk und Leben, wo eigentlich so eine Utopie da ist. Ne? Eine Utopie von, wir kümmern uns ganz stark um das Jenseits, um uns als Menschen mit unseren Bedürfnissen, als sterbliche Menschen, und wir kümmern uns nicht darum, was nach dem Tod ist, das interessiert uns alles gar nicht. Ne? Wir sind einfach sinnliche, lebendige Menschen in Freiheit, so wie es die Griechen waren. Das ist so die Idee. So, und dann kommt aber in Heinrich Heines Leben ein neuer Abschnitt, nämlich mit diesem gesundheitlichen Zusammenbruch, mit dem Kollaps, den er hat, 1848, ne, wo er dann seine Wohnung nicht mehr verlassen kann, wo er unglaubliche Schmerzen hat auch. Ne? Also man sollte das nicht unterschätzen, wie sehr Heinrich Heine unter dieser Krankheit physisch gelitten hat. Ja? Das war nicht irgendwie, dass der nur da ein bisschen im Bett lag. Der hatte unglaubliche Schmerzen, konnte vielfach nachts nicht schlafen. Das beschreibt er dann auch in seinen späten Gedichten, irgendwie diese Qualen, diese großen Schmerzen durch seine Krankheit. Ne? Und in dieser Spätphase findet er dann auch zu einer neuen Religiosität. Ja? Das ist eine Religiosität des Leidens sozusagen, oder die wird durch das Leiden, jetzt kommt er auf diese neue Religiosität. Ne? Und zwar ein doppeltes Leiden. Erstens das Leiden der ganzen Welt, das Leiden politisch auch. Er sieht die Revolution, sein progressives Denken, es hat alles nicht funktioniert, er ist da resignativ. Ja? Und das individuelle Leiden an seinem Körper, ne, an seiner Krankheit jetzt, das alles führt ihn dazu zu sehen, ja irgendwie das mit dieser Genuss- und Sinnenreligion des Saint-Simonismus, das reicht irgendwie nicht. Ja? Also es gibt, auch wenn ich vielleicht gar nicht an Gott glaube, aber es gibt so eine Leerstelle im Jenseits. Irgendwie, wenn ich nur ständig sage, ja, mein eigenes, mein Leben, mein Körper, meine Bedürfnisse, der Mensch ist aber fragil und der Mensch ist sterblich und am Ende der Tod ist eine Zumutung. Der Tod, die Schmerzen, die Krankheit, die Sterblichkeit, die Tatsache, dass mein Körper fragil ist, all das sind Zumutungen für den Menschen und er braucht da irgendwie sowas wie eine Hoffnung oder er stellt sich zumindest Sinnfragen. Ja? Na, aus dieser mittleren Phase, Mitte, diese antike Genussreligion, da stellt sich der Mensch ja gar keine Sinnfrage mehr. Er lebt einfach nur so. Ja? Er lebt für seine Lust, für seinen Genuss, für seine Freiheit. Und jetzt, wo die Sterblichkeit, der Tod und das Leiden so stark in Heines Leben kommt, da kommen einfach diese Fragen nach Sinn auch wieder. Ja? Und plötzlich sieht er ja, diese Leerstelle, wo früher mal Gott war, die ist vielleicht doch wichtig, die muss man offen halten. Oder da, auf jeden Fall die Fragen, die mit der Religion kommen, das sind legitime Fragen. Ja? Also das Diesseits allein kann den Menschen nicht zufriedenstellen. Wir brauchen irgendwie die Vorstellung von einem Jenseits und in dem Moment, wo ich dem Tod entgegengehe, sehe ich das da auch irgendwie ganz klar. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass Heine plötzlich wieder total gläubig wird. Ja? Das heißt bestimmt nicht, dass er jetzt zu einer institutionellen Religion zurückfindet oder dass er jetzt die Kirche gut findet oder so. Ja, er orientiert sich dann wieder zurück zum Judentum, aber es ist noch nicht mal richtig klar, sieht sich Heinrich Heine jetzt wirklich wieder als Jude oder als Protestant oder wahrscheinlich passen diese Kategorien alle nicht mehr. So, ja? Also Heinrich Heine hat eine sehr persönliche, ganz eigene Form von Religiosität, die eigentlich mit den traditionellen Religionen da überhaupt nicht mehr in diese Kategorien so richtig passt. Ja? Aber man sieht in seinem Spätwerk, er interessiert sich sehr stark wieder für das Judentum. Die jüdischen Themen kommen wieder zurück.
Und warum ist jetzt das Judentum vielleicht für ihn schon irgendwie auch sehr interessant? Naja, weil das Judentum eben eine Religion ist, die nur eine Verheißung, ein Versprechen hat. Ne? Im Judentum ist ja die Idee, der Messias, der Erlöser wird noch kommen, aber der ist nicht da. Ja? Und vielleicht kommt er auch gar nie. Ja? Also wenn ich jetzt skeptisch bin, vielleicht kommt da nichts. Ne? Das Christentum, das verspricht ihm ja, Jesus ist als Erlöser schon da und alles ist geregelt und wenn du stirbst, kommst du in den Himmel, jedenfalls wenn du nicht zu viel gesündigt hast. Ne? Aber im Judentum ist diese Hoffnung viel prekärer. Ja? Da ist einfach nur so die Idee, ja, es sollte irgendwie was geben. Die Gesellschaft sollte gerechter sein, die Geschichte sollte gerechter sein. Der Mensch braucht Erlösung, der Mensch braucht eine Hoffnung. Aber ob die realisiert wird und wann und von wem, das ist ganz offen. Ne? Und ich glaube, diese Offenheit im Judentum, das ist da für Heinrich Heine plötzlich wieder sehr interessant und damit findet er irgendwie wieder zurück zu einer, ich sag mal, einer Art von Spiritualität, ne, am Ende seines Lebens. Und diese Spiritualität, die aber eben nichts zu tun hat mit einer organisierten Religion oder mit einem jetzt sehr gläubig sein, die findet sich sehr stark in dem letzten Gedicht, was wir haben, dieses Gedicht aus dem, ne, dieser letzte Teilband seiner gesammelten Werke, die Gedichte 1853-54. Das Gedicht heißt Lass die heiligen Parabolen. Und da ist eben ganz klar, Heinrich Heine stellt sich die Sinnfragen der Religion, aber er sagt auch nicht, ich kann sie lösen. Ja, und er sagt eigentlich, ja, an einen Gott, der die mir lösen kann, kann ich auch gar nicht glauben. Oder jedenfalls dieser Gott, wenn es ihn gibt, dann ist er ziemlich enttäuschend, so, ja, weil die Antworten, die er gibt, die sind nicht konkret genug. Und wir Menschen hier in unserem Leben als Sterbliche, ja, wir sind hier eigentlich immer auf fragile Hoffnungen angewiesen. Und ob wir diese Hoffnungen überhaupt annehmen können, das wissen wir nicht so genau. Ne? Und das ist eigentlich so Heinrich Heines Summe seines Lebens. Ne? Also eine Hinwendung von einem, ne, in seiner Jugend, von einem ganz pragmatischen Judentum und pragmatischen Christentum irgendwie, ne, wo er nicht so richtig dran glaubt, dann zu dieser Sinnesreligion, diese Genussreligion des Diesseits. Ne? Und am Ende seines Lebens dann die Erkenntnis irgendwie, ja, aber das genügt irgendwie nicht. Und selbst wenn ich jetzt nicht so richtig religiös bin und nicht glauben kann, zumindest die Fragen, die Sinnfragen der Religion, die beschäftigen uns doch als Menschen und die sind eben auch ein Gegenstand dann seiner Dichtung. Ja.